So, meine lieben Freunde, es ist mal wieder soweit bei einer neuen Runde von Minecraft Tale of Kingdoms. Und wie man hier sieht, habe ich schon ein bisschen vorgebaut. Und ich habe Tale of Kingdoms unoffiziell auf 1.2.3 upgedatet. Weil es in minecraftforum.net gibt es einen tollen Thread, einen tollen Fred, der nämlich sagt, hier, ich habe das hier upgedatet, weil der ursprüngliche Mod-Ersteller, da irgendwie jetzt, keine Ahnung, was mit dem ist, auf jeden Fall nicht mehr so hinterher ist wie gehabt. Und dummerweise habe ich hier irgendwo so einen Creeper jetzt hier. Scheiße. Also jetzt nicht das hier, sondern, naja, auf jeden Fall gibt es einen inoffiziellen Update. Ein inoffizielles Update. Ein inoffizielles Update dieser Mod, dieser herrlichen Mod, die uns alle schon seit so vielen Folgen begeistert. Und mich auch. Und die Jacqueline auch. So, machen wir erst das hier zu. Zack, zack, hier ist nämlich ein Creeper hier rein spaziert. Und wie man hier sieht, ist das eine neue Bahnstrecke. Eine neue Bahnstrecke. Ich hätte die einfach sich auch hier hin tun können. Ach, komm, egal. Komm, egal. Mein Portal ist ja auch im Moment irgendwie deaktiviert. Was ist das denn da oben? Was ist das da oben? Was ist das so für eine Null? Achso, da sind zwei Skelette. Naja. Soll ich das jetzt bei Tag weiterbauen oder soll ich das besser bei Nacht? Oder weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall diese neue tolle Bahnstrecke, die soll uns irgendwo hinführen. Warum fehlt da ein Block? Tut mir leid, das kann ich nicht kontrollieren, wenn da ein Block fehlt. Zack. Niet, niet, niet. Das und das und das kommt später hin und Buttons und alles. So. Denn wir bauen nämlich hier eine neue, einen neuen Railroad. Eine neue Railroad. Nämlich tief in die Gewölbe hinein, wo uns Spaß und Abenteuer erwarten. Vorbei an Löchern und sowas und Creepern, die irgendwo. Hier stand noch ein Creeper letztens. Da stand doch noch ein Creeper hier. Da muss, glaube ich, noch eins hin. Oder? Da muss eins hin. Dann buddeln wir uns nämlich hier unter die Erde. Warum tun wir das nicht mit dem Spaten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es doch nicht. Zack und. Und zack. Nee. Wie man jetzt hier sieht, baue ich das Ganze auch unterirdisch. Die Axt brauchen wir hin doch nicht. Zack, zack. Ja, wie man hier sieht, baue ich das Ganze auch unterirdisch. Die letzte, glaube ich, muss. Da fehlt, glaube ich, noch eine hier. So, und eine machen wir, bevor das hier losgeht. Da. Denn wir brauchen ja auch zahlreiche Powered Rails, um die ganze Strecke zu überwinden. Ich weiß, ich könnte das jetzt alles ausrechnen, wie das Ganze jetzt hier vonstatten geht. Da bin ich jedoch zu faul für. Deswegen mache ich das einfach so nachgefüllt. Damit es schöner aussieht, mache ich das Ganze da drunter. So. Oh, da ist ja Kohle. So, zack. Dann buddeln wir wieder den Cobblestone da rein. So, und der ganze Grund ist, warum ich das hier mache, ist, weil ich nämlich mich hier erweitern will. Ja. Weil ich mich hier erweitern will. So. Deswegen buddeln wir uns hier nämlich einen Weg hinein. Warum ist das hier? Ach, egal. Deswegen buddeln wir uns nämlich hier einen Weg hinein. Jetzt habe ich kurz meinen Schnupfen hier. Ach, ich habe gar keinen Schnupfen. Draußen scheint ja die Sonne. Uhuhu. Denn wir bauen hier nämlich eine Railroad in die Tiefen des Feldes hinein. Halt das bloß weg. So. Zack. Zack. So, damit wir nicht hier gleich mit dem Kopf vor die Wand donnern. Und das Ganze so. So und dann so und dann so. Da muss ja eigentlich, muss vor jedes hier, muss so ein Powered hin. Weil sonst wird das nämlich nichts. So, nochmal da noch eins hin. Da. Ziehen wir uns doch das da hin. Wir haben gar keine Redstone-Fackel mehr. Oh mein Gott! Wir haben keine Redstone-Fackel mehr! Wir machen uns einfach hin. Ich brauche dafür eine Torch und Redstone. Falsch. Stick und Redstone. Da. 12 davon. Zack. Wir haben's ja, ne? Wir haben's ja! Ich sag mal so. Wir haben's ja, ne? Mach mal die weg. Zuck. Dann buddeln wir uns wieder underground.
Denn ich habe mir gedacht, ich möchte ein großes Höhlensystem quasi mal vernünftig erschließen. Und dass wir da dann einfach hinkommen und einfach, damit wir mal was gebaut haben, machen wir ja einfach so ein tolles Rail Station bla hin. Railroad. So eine Railroad. So, denn hier geht es nämlich ganz schön weit tief hinunter, ne? Hinunter hinab. Wo geht's eigentlich da oben hin? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ich lasse mir ein bisschen Kohle vom Himmel regnen. So, guck mal einfach mal. Jetzt sind zum Beispiel hier lang. Ich glaube, hier geht's auch raus, glaube ich. Müsste es eigentlich rausgehen. Ich bin mir gerade unsicher. Nein, hier geht's nur in eine Sackgasse. Eine Sackgasse. Ja, ja, letztens wollte die Politik auch alle Sackgassen, Hodengassen umbenennen. Ach, da oben. Ja, da oben geht's zum Ausgang. Zum zweiten Ausgang, den ich mir gebuddelt habe. Weil ich mir gedacht habe, nö, alles doof, ich will einen Ausgang haben. Deswegen habe ich meinen Ausgang gebuddelt. Zack, zack, zack. Zack. Was bimmelt denn da draußen? Oh. Ja, wer bimmelt denn da draußen? Da bimmelt doch einer. So. So, ich möchte gerne eine Teststrecke fahren. So, so. Das Problem ist, das Ding muss ja genug Fahrt aufnehmen, damit es auch quasi hochkommt. Ne? Deswegen setze ich überall diese Rail Station, diese Power. Alter! Au! 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 Ach, Mist. Mist. Mehr. Deswegen benutze ich überall diese Powered Dinger da. Diese Powered Dinger da. Wie heißen die eigentlich auf Deutsch? Powered Rail. Moment, das war doch auf Deutsch hier. Das war doch alles auf Deutsch. Komisch. Ist das auf Englisch umgestellt? Kann gut sein. Ich werde es einfach beim nächsten Part einfach wieder umstellen. Weil ich es kann. So. Weil ich es auch kann, machen wir jetzt mal eine Testfahrt. Da oben sieht man noch mein Netherportal. Mein Netherportal. Ich würde mich sehr freuen, wenn Mojang den Nether noch ein bisschen weiter ausbaut. Das ist interessanter, wird hinzugehen. So, den Stein hier oben habe ich auch beseitigt. Ja, ich höre auf meine Zuhörer. Wo ist der Button hin? Ja, wo ist denn der Button hin? Button. Uton. So, Utan. Oh, warum geht das denn jetzt nicht? Ja, natürlich, ohne Redstone geht das natürlich nicht. Geht das jetzt, oder? Ja. So. Gucken wir mal, es klappt. Oh, da hat er einen schlechten... Ja, hör mal, klappt da optimal, ne? Ja, hör mal. Geil. Ja, es klappt ja, lass mich... Ja. Klappt ja optimal hier. Geile Sache. Geiler Scheiß. Boah, das wird aber sehr knapp hier teilweise mit dem Anschieben und so. Okay. Okay, jetzt habe ich genug Fahrt aufgenommen, das geht. Boah, die ganzen Kreuzungen, ne? Ja, Hammer. Das klappt ja wie am Schnürchen. Das klappt ja like on a string. Das klappt ja wie am Schnürchen. This works like on a string. Da sind die Dingsbums, die will ich mitnehmen. Hallo Kürbis. Kürbanten. Ihr wisst ja alle, die Mehrzahl von Kürbis ist Kürbanten. Oh, wer bimmelt denn da draußen? Ich komme da gleich raus, da bimmel ich dir auch mal ein. Mann. So. Ist die Frage, wie tief wir das eigentlich hier machen? Ich wollte so eine Direktverbindung unterhalb der Erde machen. Eine Direktverbindung unterhalb der Erde. Tief unter der Wüste Grobi. Das wird doch lustig. Das wird lustig. Zack, zack, zack. Dann, was ist denn das hier? Hier ist nichts. Doch, Eisen. Brauchen das Eisen zwar nicht. Aber wir bauen es trotzdem ab. Warum? Weil wir es können. Und weil wir gerade eine Diamantpickaxe dabei haben. Denn, wisst ihr ja auch alle, wenn ihr mal unterwegs seid irgendwo, ne, im Wald und so, nehmt auf jeden Fall mal eine Diamantpickaxe mit. Da eine Diamantene. Ihr wisst, was ich meine.
Dann geht das da runter, dann da, weil wir hier auch schon gebaut haben. Ich will das Ganze nämlich auch begradigen und schön machen und so. Ausbauen und gerade machen und schön machen und ausbauen und gerade machen und schön machen und ausbauen und gerade machen und vor allem schön machen und vor allem Creeper freihalten. Ah, da wird es schon wieder gefährlich unten, ne? Ne? Oh. Ist das jetzt der Ausgang der Gebuddelte oder geht's hier weiter? Verdammt mich nur eins, ich habe mich in meinem eigenen Höhlensystem verlaufen. Ah, hier, hier ist, ach, hier sind wir! Ach so! Ja, das ist ja lustig! Das ist ja lustig! Baue ich mich in eine Sackgasse rein? Ha, 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 ha! Das ist ja scheiße! Ja, das ist ja... Das ist ja... Ah, nee, hier ist keine Sackgasse. Hier, hier ist keine Sackgasse. Hier können wir uns reinbuddeln. Wenn ich jetzt mal eine Railroad wiederfinden würde. Wo ist denn jetzt meine Railroad? Wo ist sie denn jetzt? Ah. Da. Dann muss uns ja hier rum. So, dann müssen wir das mal wieder wegmachen. Dann machen wir nämlich diesen hier. Haha, Sackgasse. Machen wir nämlich diesen hier und dann machen wir hier alles ein bisschen größer und so. Weil ich habe nämlich keinen Bock, dass man der Trader runterfährt, das Kotzen bekommt, weil man ständig das Gefühl hat, man dockt mit dem Kopf gegen die Mauer. Oder vielleicht gegen einen Stein. Stein um Stein buddel ich dich ein. Oder mauere ich dich ein, vielmehr. Na, von wem genau? Von Rammstein. Stein um Stein buddel ich dich ein. Zack, 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 zack. So, dann mach mal hier. Zack, 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 zack. 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 Über Lampen hin. So. Dann müssen wir... Muss man hier eine Power-Tin hin machen? Da müssen wir da hin machen. Weil die wahrscheinlich ganz schön viel Fahrt verliert, nachdem sie dann, nachdem sie da hochgegangen ist. So. Müssen wir da eine hinbasteln. Eine Redstone-Torch, die ich natürlich jetzt nicht mehr drin gesetzt habe. Hat der gut aus, ne? Ah, der zieht gut aus, komm. Ja, der zieht gut aus. Gut, sieht er aus. So. Wahrscheinlich, da brauchen wir auch noch eine. Sehr wahrscheinlich. Zack. Rums. Rums. Rumsfeld. So. Ja, ich nehme den Zuschauer-Tipp an. Hol doch einfach mal die Redstones da drunter. Da sieht das... Ah, nee, das ist... Ah, nee, das... dieses blöde Gravel. Ja, genau. So habe ich es mir gedacht. Machen wir einfach so einen dahin. Dann macht man den Block da unten. Macht man dann so. Und dann kann man das da draufsetzen. So. So, zack, zack. Jo, zack, zack. Jo. Machen wir da noch da auf. Und da noch auf. Und das dahin. Das nehmen wir hoch. Machen wir da wieder kaputt. So, zack. Klappt das. So, dann klappt das, ne? Ja, da klappt das. Ja, da klappt das. Sieht gut aus. So. Machen wir noch ein bisschen unseren Hochtiefer unternehmen, dass wir hier ein bisschen weitermachen. So. Wo ich das mache? Ich weiß es eigentlich gar nicht. Ich habe einfach Lust dazu. Ach ja, genau. Was ich noch zum inoffiziellen Update sagen wollte. Das inoffizielle Update gibt es im Minecraft-Forum, das wird von jemand anderem fortgeführt und dieser andere sagt, er hat irgendwas gepostet mit das Tabe Alex, das irgendwie nicht mehr, also der Modderstelle ursprünglicherweise, das irgendwie nicht mal weitermacht kann oder will oder macht oder tut. Auf jeden Fall ist es so, dass jetzt schon lange kein Update mehr rausgekommen ist und das mühevoll das Update noch lange, lange auf sich warten musste auf 1.1. Und wie wir alle wissen, sind wir jetzt ja 1.2.3 sind wir jetzt ja. Und deswegen sich ein anderer Typ aus dem Microform sich gedacht hat, komm, machen wir mal ein Update und so. Weil das ist eine wirklich, ich glaube, einer der beliebtesten Mods nach diesem Aether. Und das Aether ist ja auch bisher nur noch auf 1.0 abgeblieben. So, wo wollte ich jetzt hier weiterbauen? Jedenfalls, inoffizielles Update
Mit dem Update ändert sich aber rein gar nichts, sondern es wird nur kompatibel zu 1.2.3. Und ich bin sehr gespannt, ich habe letztens ein Interview mit Jeb gelesen, dass die tatsächliche Mod-API so machen wollen, dass das Ganze im Ingame-Browser quasi ist. Und dass man sich in-game mehr oder weniger dann die Mods runterladen kann, für das, was man halt haben will. Und ja, die dann in-game quasi an- und anhaken kann, welche Mods man jetzt gerade haben will. Und ich finde, das hört sich ja gut an, oder? Ja. Ich auch. Weil ich jetzt bestimmt, warum ich jetzt hier die Powered Rails erst später setze. Daran, dass ich erstmal das Gesamtbild sehen möchte. Das Big Picture. Das Big Picture. Machen wir wieder Gravelen und Bunde weg. Ich jedenfalls bin ich sehr gespannt, was dabei am Ende rumkommt. Rauskommt, rumkommt. Drankommt. So, da hin. Verdammt! Da komm. So. Das dahin, dann machen wir so und dann machen wir alle so. Zack. Rums, 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 Rumsfeld. Teddy Ruxpin. Kennt eigentlich noch jemand Teddy Ruxpin? Teddy Ruxpin? Nee, keine? Nee, schade. Sollte man aber kennen. Ich habe meine Jugend ja auch nur mit Clever und Smart Heften und Bud Spencer Filmen versaut. Das hört sich auch noch Gronk an, aber stimmt ja auch. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ich bin der Jüngste. Wo wollte ich jetzt eigentlich hier lang buddeln? Wollte ich eigentlich da lang oder wo wollte ich denn jetzt hier lang? Da lang wollte ich nicht. Warum sieht das hier so blau aus? Ach ja, hier geht's ja raus an die frische Tagesluft. Ah, raus an die frische Frühlingsluft, sagt das Mädchen zum Matrosen. Stimmt, das ist jetzt ja die Spalte kurz außerhalb meines Königreiches. Die war früher noch ganz. Und ich weiß ja schon, dass wenn T4 oder sowas irgendwann mal in diesem Leben noch released werden sollte, dass auf jeden Fall das Ganze, was ich mir hier gerade baue, schon zerstört sein wird. Garantiert, garantiert. Aber dann kann ich wenigstens damit beschäftigen, dass ich irgendwelche Ruinen hier freilege und so. Zack und zack und zack. Rams und Rums. Hier wollte ich auf jeden Fall runter. Wollte ich dann da lang? Wollte ich da lang? Hier nach Spalten. Ja, das sieht doch hier. Das sieht doch gut aus. Da war ich aber ja auch schon mal. Das heißt, ich muss. Ich muss hier einen Turn machen. Halt, da habe ich was überworfen. Beschossen. Hallo, Skelett. So, das heißt, ich muss hier eine Turn reinmachen. Und wenn ich das im nächsten Part nicht vergesse, muss ich hier einen. Quasi so eine Überleitung hier machen. Muss ich ja quasi eine Überleitung machen. So, dann buddeln wir das hier alles weg. Da steckt noch ein Pfeil drin. Ist das schon wieder ein Skelett? Ich habe schon wieder ein Skelett gehört. Dieser Bogensehne. So, dann muss man uns hier jedenfalls reinbuddeln. Dann buddeln wir uns hier frei. Quasi, denn ich bin für freie Wegstationen, denn ich mache den Weg frei. Zack, 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 zack. Oh, komm, mach mal jetzt hier ganz so. Was soll das denn? Was soll das denn? Muss ich nicht geizen hier. So, zack. Oh, jetzt nehme ich einmal rund. Einmal rund. Ich habe immer das Gefühl, ich muss ja noch ein bisschen gerader machen, denn so ein Zickzack, das kann mir keiner antun. Das kann man ja keinem antun. Und da kommt auch schon wieder Kohle. Ach Quatsch, Eisen. Eisen. Eisen, Eisen, Popeisen. Schöne Musik. Wenn ihr überhaupt hört, wenn die nicht so leise ist. Flupp. So, dann bauen wir das Ganze jetzt zu. Hohlräume in Felsen. So. Ach, nee. So. Und den Rest machen wir in einer nächsten Folge, ne? Vielleicht baue ich das ja auch offscreen noch ein bisschen aus, oder vielleicht lasse ich das auch, damit man noch zu gucken habe, damit ich auch irgendwas machen kann. Und damit ich nicht das die ganze Folge mit meinem blöden Gelaber füllen muss, sondern auch mit mehr Aktion. Aktion. Ha. Ha. So. Ha, ha, ha.
So, klatschen wir noch eine Lampe in die Ecke. So. Wenn mich jetzt nicht jemand verirrt, dann muss man auch einfach nur den Schienen folgen. Ja. Genauso wie Nummer 1 im Überlebensguide ist, ne? Wenn man sich verirrt, dann soll man irgendwie Wasser folgen, Wasserläufen folgen, weil die meisten, viele Städte sind was gebaut. So. Nee, ich stelle mich am An. Nee, ich. Nee, nee. Nee. So. Nee, ich muss dem Ganzen wieder folgen. Ich muss dem Ganzen hochfolgen, weil ich habe ja keine Railroad mehr. Und wir brauchen ja noch ein bisschen zumindest. So, ich habe natürlich keine Minecart mitgenommen. Das wäre auch zu viel verlangt, ne? Wenn ich mich selber anschiebe und so. Die treibende Kraft im Universum, warum sprinte ich eigentlich nicht? Und dann wieder Nacht. Und irgendwo lauft bestimmt ein Creeper, der hier meine Höhle hier kaputt machen will und alles. Alles in die Luft sprengen will und sich da so sprengen will und so. Meine Farm ist auch geil, das hier läuft wunderbar. Da sind auch schon die Flecken und ich könnte auch mal ein paar Schafe abmähen. Anmähen und dann spähen. So. Lass mich hier oben rein. Wenn ich in der nächsten Folge in die Stadt laufen muss, um neue Dinger zu kaufen. Ach, egal. So. Wir sehen uns im nächsten Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt. Das Buckle geht in Minecraft spazieren. Also bis dahin. Tschüss, tschüss.